So, Freunde von Nice, erster Weihnachtstag haben wir jetzt. Ja. Alexa, eine Weihnachtsgeschichte. Die Schneeelfen. Jeder weiß, dass es einen Weihnachtsmann gibt. Und jeder weiß auch, dass es viele Elfen gibt, die ihm helfen. Aber weißt du auch, wie der Weihnachtsmann zu seinen Helfern kommt? Elfen leben eigentlich nicht am Nordpol. Sie leben überall auf der ganzen Welt. Dort, wo es schneit. Du fragst dich bestimmt, warum gerade dort? Ganz einfach, weil sie es lieben, Schneeelfen zu bauen. Eine Schneeelfe ist wie ein Schneemann oder eine Schneefrau, nur eben mehr elfenhaft. Elfisch eben. Aber wie es mit dem Wetter eben so ist, bleibt es nicht immer kalt. Es wird wärmer und die Schneeelfen beginnen zu schmelzen. Für die Elfen ist es so, als würden sie einen Freund verlieren. Die meisten Elfen sind darüber einige Zeit traurig, doch je schöner das Wetter wird, desto fröhlicher werden sie selbst. Manche Elfen jedoch sind so tief traurig über den verlorenen Freund, dass sie nicht mal die Sonne aufmuntern kann. Das macht auch den Weihnachtsmann traurig, denn er ist eine echte Frohnatur und er liebt es, andere glücklich zu sehen. Also macht der Weihnachtsmann den traurigen Elfen ein Angebot. Sie dürfen mit ihm an den Nordpol kommen, dort, wo die Schneeelfen niemals schmelzen und wo sie den ganzen Tag Spielzeug erfinden und bauen können. Manche Elfen lehnen das Angebot ab und bleiben lieber bei ihren Familien. Aber andere Elfen sind ganz begeistert von der Idee des Weihnachtsmanns. Sie fliegen zum Nordpol, mit dem Schlitten versteht sich, und bauen so viele Schneeelfen, wie sie wollen. Sie geben ihnen Namen und erfinden Geschichten dazu. Und das Beste? Sie müssen sich nie mehr von ihnen trennen. Wenn es dann bei den Elfen zu Hause wieder schneit, fliegen sie zurück und erzählen von ihren Abenteuern am Nordpol, vom Weihnachtsmann und von ihren Freunden, den Schneeelfen. Den Schneeelfen, die niemals schmelzen. Das ist ja süß. So, das ist wieder süß. Ja, ich hoffe, euch gefällt die kleine Weihnachtsgeschichte. Bestimmt. Und dann sage ich mal... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und noch schöne Weihnachten. Ja. Ciao. Ciao. Das war süß.